Der Film beginnt im Jahr 2019 und zeigt ein trauriges, junges Mädchen, das einen Brief schreibt und sich wünscht, für immer jung zu bleiben. Doch die Dinge nehmen eine beängstigende Wendung, als sie zu einem Vampir wird und bei Sonnenaufgang stirbt. Danach verändert sich die Welt. Eine Krankheit, verursacht durch eine kranke Fledermaus im Jahr 2009, verwandelt die meisten Menschen in Vampire. Tagsüber ist alles ruhig, weil Vampire nicht in der Sonne nach draußen können. Einige Wissenschaftler versuchen, einen Weg zu finden, damit Vampire ohne menschliches Blut überleben können. Mutige Menschen kämpfen für die Rechte der Menschen und versuchen, Vampire davon abzuhalten, sie schlecht zu behandeln. Wenn die Nacht hereinbricht, erwacht die Welt wieder. Aber es ist eine andere Welt jetzt. Edward Dalton, der mit Blut bei Bromley Marks arbeitet, ist einer von ihnen. Er geht jede Nacht zur Arbeit und versucht, diesen neuen Welt Sinn zu geben. Nach einer regulären Sicherheitsüberprüfung geht Edward an Räumen vorbei, die voller Maschinen sind, die Menschen züchten, was ihn angewidert. Er geht in sein Labor, wo er hart daran arbeitet, einen Blutersatz zu finden. Aber auch diesmal klappt sein neuester Versuch nicht. Kurz darauf ist er in einem Meeting mit seinem Chef Charles Bromley und anderen. Sie erfahren von einem beängstigenden Experiment an einem zum Tode verurteilten Häftling. Der Häftling litt stark, als er nicht genug Blut für die Studie bekam. Sein Gehirn wurde beschädigt und seine Ohren verlängerten sich auf eine wirklich seltsame Weise. Schließlich verwandelte er sich in ein Wesen ohne Gefühle oder Sinn. Die Stadt hat auch mit einem neuen Problem namens Subsiders zu kämpfen, die eine Bedrohung für das darstellen, was von der Menschheit übrig ist. Mit nur noch 5% der Menschen, die noch menschlich sind, ist es wirklich wichtig, schnell einen Blutersatz zu finden. Sonst könnte jeder zu einem Monster werden. In einem privaten Gespräch mit Bromley entdeckt Edward eine schockierende Enthüllung. Bromleys Krebs wurde durch Vampirismus geheilt, doch seine Tochter lehnte die Verwandlung ab und verschwand. Zurück im Labor erkennen Edward und Christopher die Notwendigkeit, über Tierversuche hinauszugehen. Hoffnung weicht schnell dem Entsetzen, als ein Freiwilliger eine katastrophale Reaktion auf den Ersatz erleidet, die zu einem tragischen Ende führt. Später, auf dem Heimweg, wird Edward in die Nachrichten von Unruhen hineingezogen, die durch Blutzuteilung ausgelöst wurden. Führt fast zu einem Unfall, als er knapp einer Kollision mit Audrey Bennett und ihrer Gruppe von Menschen entkommt. Bewaffnet und misstrauisch gegenüber Vampiren wie Edward. Während Polizeisirenen die Luft durchdringen, versichert Edward den misstrauischen Menschen, seine Absicht zu helfen und bietet ihnen Zuflucht in seinem Auto an. Durch Aktivierung des Schutzmodus des Autos schirmt Edward sie vor neugierigen Blicken ab und entfernt den Pfeil, der in seinem Arm steckt, genau in dem Moment, als die Polizei eintrifft. Indem er die Beamten mit einer erfundenen Geschichte täuscht, unterstützt Edward die Menschen dabei, vor der Verhaftung zu entkommen, wenn auch nur vorübergehend. Sobald die Luft rein ist, entdeckt Audrey durch Edwards Ausweis seine Identität und beleuchtet seine berufliche Tätigkeit. Mit Dankbarkeit verabschieden sich die Menschen und wünschen Edward einen herzlichen Abschied, unterstrichen von Audreys unerwarteten Geburtstagswünschen. Auf dem Rückweg nach Hause, während die Sonne drohend aufgeht, wird Edward durch eine Gemeindemitteilung an eine traurige Erinnerung an den bevorstehenden Tag erinnert. Während banaler Aufgaben taucht ein lang ersehnter Besucher in Form von Edwards Bruder Frankie auf, einem Soldaten, der von familiären Bindungen entfremdet ist. Trotz Edwards Zurückhaltung zu feiern, besteht Frankie darauf und überreicht ein opulentes Geschenk aus reinem Menschenblut. In einem Anfall von Frustration widersetzt sich Edward der Versuchung des Blutes, schüttet es trotzig aus und löst eine explosive Konfrontation mit seinem Bruder aus. Ihr Zusammenprall wird abrupt durch das Erscheinen eines Subsiders unterbrochen und bereitet den Boden für eine unerwartete Wendung. Die Küche verwandelt sich in Chaos, während der Subsider sich in seinem grausamen Festmahl ergießt und Blut von den Wänden und dem Glas leckt. Frankies Versuch, sich mit einem Messer zu verteidigen, geht nach hinten los und lässt ihn nach einem gewalttätigen Zusammenstoß kurzzeitig bewusstlos zurück. Edward, der einen Hocker schwingt, versucht den Subsider abzuwehren und ruft nach Hilfe seines Bruders. Trotz der wendigen Ausweichbewegungen des Subsiders gelingt es Frankie, tödliche Schläge zu landen und ihn letztendlich zu enthaupten. Als die Polizei eintrifft, erkennt Edward, dass die Subsiders in die Vororte vordringen. Die Enthüllung der Identität des Gärtners wirft Licht auf die grausame Realität selbst zugefügter Mutationen, genährt durch das eigene Blut.
Am nächsten Morgen wird Edward von Audreys unerwartetem Besuch überrascht, bewaffnet mit einer Armbrust und der Bitte um Hilfe. Sie überreicht ihm eine Karte und drängt ihn, sich ihrer Sache anzuschließen, um nach einer Alternative zum Blutersatz zu suchen. Inmitten des Tumults bleiben Frankies Nachfragen nach Audrey unbeantwortet und Edward ringt mit seiner neu in der Zwischenzeit führenden Nachrichten über den Rückzug von Investoren aus Bromleys Versorgung mit menschlichem Blut dazu, dass Edward von seinem Chef Gewissheit über die Wirksamkeit des Ersatzes sucht. Bromley versichert Edward die weitreichende Akzeptanz des Ersatzes, aber Edwards Erinnerung an die mögliche Ablehnung seiner Tochter berührt einen Nerv. Nach seiner Rückkehr in sein Labor grübelt Edward über die von Audrey bereitgestellte Karte nach. Nach Audreys Anweisungen begibt er sich aufs Land und trifft auf den geheimnisvollen Lionel Elvis Cormac, einen ehemaligen Vampir, der wieder zum Menschen wurde. Ihr Gespräch wird jäh unterbrochen durch das plötzliche Erscheinen von Frankie, der Audrey mit vorgehaltener Waffe festhält. Trotz Edwards Bitten bleibt Frankie entschlossen, was zu einem Standoff führt, der schnell durch herannahende Armeeverstärkungen unterbrochen wird. In dem darauf folgenden Chaos wird Edwards Auto zu ihrer einzigen Fluchtmöglichkeit, wenn auch unter anhaltendem Beschuss. Audrey schirmt sie tapfer vor den Strahlen der Sonne ab, die durch ihr beschädigtes Fahrzeug dringen, aber ihr Schicksal hängt in der Schwebe, während sie um ihre Sicherheit rennen. Als sie versuchen, sie zu überqueren, erweist sich das Gewicht des sie verfolgenden Militärtrucks als tödlich und es kommt zu einer katastrophalen Explosion, die ihr unsicheres Schicksal besiegelt. Zurückgelassen von ihren Verfolgern unter dem Schutz der Nacht, finden Edward, Lionel und Audrey vorübergehend Unterschlupf am Flussufer. In der Dunkelheit teilt Lionel seine bemerkenswerte Geschichte mit Edward. Einst ein Vampir, wurde er durch einen glücklichen Unfall mit Feuer und Wasser wieder zum Menschen. Inspiriert von seiner Transformation, drängen Lionel und Audrey Edward, die Bedingungen sicher nachzustellen. In der Firma denkt Bromley über das Schicksal seiner Tochter nach, als Frankie auftaucht, um eine Lösung zu suchen. Im Auto ringt Edward mit seinem neuen Verlangen nach Blut, fixiert auf Audreys Hals. Spürend, dass er kämpft, bietet Audrey ihm als Geste des Vertrauens und der Akzeptanz ihr Blut an. Zögerlich stimmt Edward zu und sucht nach Gewissheit seiner Sicherheit unter Menschen. Stunden später kommen sie auf einem alten Weingut an, wo Edward auf Jarvis und andere menschliche Verbündete trifft, vereint in ihrer Mission, weitere Überlebende zu finden und zu retten. Nachdem er das Haus betreten hat, trifft Edward auf Senator Wes Turner, einen Vampirpolitiker, der sich dem Schutz der Menschenrechte und der Suche nach Heilung verschrieben hat. In der Zwischenzeit beobachtet Bromley die Folgen seiner Menschenzuchtmaschinen, ein beunruhigender Anblick für alle. In einer Szene am Kaffeestand der U-Bahn-Station führt die Forderung eines Mannes nach mehr Blut in seinem Kaffee zu Chaos, als er alle mit gestohlenem Blut überschüttet und einen Aufruhr sowie Polizeieinsatz auslöst. Am folgenden Morgen auf dem Weingut führt Edward Tests an Blutproben von Lionel durch und grübelt über die Idee, den Tageslichtbrand von innen im Körper zu kontrollieren. Später, während Audrey sich von den Menschen entfernt fühlt, versichert sie Edward ihres Glaubens an seine Fähigkeiten, was Edward dazu bringt, seine unfreiwillige Verwandlung durch seinen Bruder Frankie zu enthüllen. Edwards Aufmerksamkeit wird auf die Gerbehälter gelenkt, als er ihr Potenzial als Lösung erkennt. Mit Audreys Bestätigung ihrer luftdichten Natur beginnen sie, die Tanks entsprechend zu modifizieren. Mitten in der Nacht eskortiert Jarvis mit seiner Gruppe einen Konvoi geretteter Menschen zum Weingut, darunter Bromleys Tochter Allison. Ihre Reise wird jedoch durch einen Schuss, der einen Reifen durchsticht, abrupt gestoppt und sie müssen anhalten. Trotz ihrer Bereitschaft werden sie schnell von der Armee umzingelt, was zu einem kurzen Schusswechsel und der anschließenden Handlungsunfähigkeit aller Menschen führt. Allisons verzweifelter Anruf beim Weingut, bevor sie das Bewusstsein verliert, bietet eine Lebensader und ermöglicht Frankie, mit dem Funkgerät den Standort zu verfolgen. In der Zwischenzeit laufen am Weingut die Vorbereitungen für die Evakuierung zum sicheren Haus von Tuna. Edwards Entschlossenheit, mit dem Experiment fortzufahren, führt dazu, dass er, Lionel und Audrey zurückbleiben. Zurück bei Bromley erwacht Allison in seinem Büro, bewaffnet mit einem Messer, während sie um das Leben ihrer Freunde fleht. Bromleys Eingeständnis seiner Machtlosigkeit veranlasst Allison zu handeln und sie sticht ihren Vater nieder, bevor sie von einem Soldaten außer Gefecht gesetzt wird. Als am Morgen auf dem Weingut das Experiment beginnt, überwacht Audrey den Prozess, während Lionel sich mit Edward im Tank befindet.
Mit einem am Herzmonitor befestigten und mit einer nassen Decke geschützten Edward wagt er sich in das Sonnenlicht, um das Feuer zu löschen. Ihr Triumph ist jedoch von kurzer Dauer, da die Armee auf das Weingut stößt und sie zwingt, sich in einem Weinfass zu verstecken, um der Gefangennahme zu entkommen. Bromley beauftragt Frankie mit einer düsteren Mission, die ihn zu Allisons Zelle führt, wo Frankie sie trotz ihres Widerstands gegen ihren Willen verwandelt. Edward genießt die Berührung der Sonne ohne Schaden, während Lionel ein altes Auto holt. Im Unternehmen sieht Bromley die Folgen seiner leeren Maschinen und konfrontiert Allisons selbstzerstörerisches Verhalten, was zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung führt, bevor sie aus der Zelle entfernt wird. Als das Kriegsrecht ausgerufen wird, um gegen die Subsider vorzugehen, kommen Edward, Audrey und Lionel in Tuners Hütte an, nur um Tragödie vorzufinden. Christopher orchestriert einen Ausbruch im Labor, während das Militär brutale Hinrichtungen von Subsidern durchführt, einschließlich Allison, was Frankie dazu bringt, seine Handlungen zu überdenken. Später enthüllt Edward seine Heilung Christopher und sucht seine Hilfe, das Experiment neu zu erschaffen. Ihre Pläne werden jedoch gefährdet, als sie Christophers unbeabsichtigten Verrat entdecken, was Audrey zur Untersuchung veranlasst. Mit drohender Gefahr hängt ihre Suche nach einem Heilmittel in der Schwebe. Als die Armee herabstürzt, wird Audrey gefangen genommen, während Lionel und Edward durch die U-Bahn-Tunnel zu einer verlassenen Garage fliehen. Dort haben sie eine bedrohliche Begegnung mit einem Subsider, die nur knapp durch Frankies rechtzeitiges Eingreifen gerettet wird. In einem bewegenden Moment gesteht Frankie seine Reue, Edward in Angst vor dem Verlust seines Bruders verwandelt zu haben. Trotz seines neuen Entschlusses zu helfen, erliegt Frankie seinem Durst, was zu einem angespannten Patt mit Edward führt. Eine Enthüllung hält jedoch Edwards Hand auf, was zu einer entscheidenden Erkenntnis führt. Kurz darauf ergibt sich Edward freiwillig dem Unternehmen, löst mit seiner Menschlichkeit Alarme aus und konfrontiert Bromley in dessen Büro, wo er Audreys Notlage und Bromleys Verderblichkeit aus erster Hand miterlebt. Edwards Flehen um Erlösung wird mit Verachtung aufgenommen, was zu einem bitteren Austausch von Vorwürfen führt. Inmitten von Verrat und Verzweiflung nimmt Edwards Reise eine unerwartete Wendung, während er mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen ringt und die Bühne für eine entscheidende Konfrontation setzt. In einer überraschenden Wendung beißt Bromley Edward in einem Wutanfall, ohne zu wissen, dass es Teil von Edwards Plan ist. Als Bromley beginnt, sich in einen Menschen zu verwandeln, enthüllt Edward seine Erkenntnis. Das Trinken von behandeltem Vampirblut ist die Heilung. Bromleys Versuch, Sicherheitskräfte zu rufen, wird vereitelt, als Militärtrucks am Ort eintreffen. Als Soldaten auf das Gebäude zugehen, erleben sie einen schockierenden Anblick. Bromley, an einen Stuhl gefesselt, löst Chaos unter den Vampiren aus. Inzwischen, gestärkt durch neuen Entschluss, bereiten sich Audrey und Edward auf die Flucht vor, nur um von weiteren Soldaten auf ihrem Weg blockiert zu werden. Gerade als die Hoffnung verloren scheint, kracht Frankie mit Lionels Auto in das Gebäude, was eine vorübergehende Ablenkung bietet. Ihre Atempause ist jedoch von kurzer Dauer, da Verstärkung eintrifft und sie umzingelt sind. In einer selbstlosen Tat opfert sich Frankie, um Edward Zeit zur Flucht zu verschaffen, und stellt sich allein einer Horde von Soldaten. In einer angespannten Konfrontation schaltet Edward zwei Vampirwachen aus, während Audrey die dritte überwindet. Kämpfen Edward und Audrey sich durch das Gebäude und sehen den brutalen Fressrausch, der durch die neu entdeckte Heilung ausgelöst wird. Im Anschluss tauchen sie auf und finden nur noch wenige menschliche Soldaten vor. Ihre Erleichterung währt jedoch nur kurz, denn Christopher trifft ein und ist entschlossen, eine Heilung zu verhindern. Lionel interveniert jedoch rechtzeitig, rettet sie und führt zu einem bewegenden Moment der Wiedervereinigung und Reflexion. Mit Hoffnung am Horizont machen sich die drei in Lionels Auto auf den Weg, entschlossen, die Heilung zu verbreiten und die Zerstörung durch den Vampirismus umzukehren.